Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, und wir sollen hier für den netten Wenn Herrn, du der einmal uns eine versucht Immobilie hat, kaufen willst, denk an genau, mich. eine Immobilie Ich bin so anzudrehen, wo ich mir aber noch überlegt, welche, obwohl ich hätte schon lieber gern die Villa, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall sollen wir für ihn hier ein paar Felsen abtragen. Das machen wir doch gerne. Dann kann er nämlich, Hast du getroffen? Was war das überhaupt? Eisen. Dann kann er hier nämlich anfangen, Häuser zu bauen. Ist doch was Feines. Deswegen machen wir hier mal den Weg frei. Das Leben hier ist hart, aber immerhin nicht. Aber ganz ehrlich, ich kaufe mir lieber hier die große Villa als als in New Atlantis. Muss ich ganz ehrlich Wie geht's sagen. dir? Wir haben lange nicht mehr geplaudert. Ja, ich habe jetzt auch gerade keinen Nerv zu plaudern. So. Wie viel Geld habe ich? 392. Ja, komm, wir kaufen uns die Villa. Mein Anwesen im Kern wurde wunderbar. Der erste Schritt. Das muss ich Miss Wolf berichten. Es ist nicht viel, aber du hast es dir verdient. 3800, guck mal, Ich so ist die liebe Villa dich. schon Das ist das wieder. schönste Objekt seit Jahren. Ich habe penibel alle Genehmigungen. Es ist Histo. Ich Damit nehm's. machst du uns beide. Ich bin sicher, dass diese Villa dir nur Freude und Glück. So. Schlüssel vom Anwesen im Kern. Baumaterialien wurden zum Schiffswrachtraum hinzugefügt. Was? Was für Baumaterialien? So, dann gehen wir auch zum Bürgermeister. Die Frage ist halt jetzt nur, was ist mein Haus? Sprich im Unterhaus mit Amira Wolf. Okay. Stimmt, hier sehen wir ja die ganzen Quests, die wir offen haben. Ich würde gerne, aber ich kann da nicht hin. Sehe ich das auf der Map? Wenn War du einmal das? eine. War das mein neues Haus? Das ist mein neues Haus. Ja, cool. Hier ist ein bisschen laut, aber naja gut, eine gute Lüftung ist wichtig im Bad, ne? Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das können wir uns dann bei Zeit mal schön einrichten. Was meinst du, Sam? Wo war das die Hintertür? Oder? Oh ja, Tatsache, das war die Hintertür. Bad. Ah ja, und hier vorne. Ja, okay. Aber andererseits, viel mehr brauchen wir ja auch nicht, ne? Ganz ehrlich sein. Wir sind ja eh Ich bin kaum der zu beste Hause. Makler der Stadt, in aller Bescheidenheit. Ja. Muss nur gerade mich kurz orientieren. Das ist hier direkt bei der Statue rechts, links hoch. Okay. Und dann gehen wir jetzt hier rechts am Turm hoch und fragen den Bürgermeister, ob mal was wir ihn machen können. Ich muss im Moment auch gucken, die Folgen sind ein bisschen dolle lang. Müssen mal gucken, dass wir die nicht ganz so lang machen, aber wenn es so spannend ist, ist das Hallo, immer schwierig. schön dich zu Hi. sehen. Elias Schön dich kennenzulernen. Hi. Ich bin Elias Cartwright, der Bürgermeister von Aquila City.
Ich kann mir Gesichter gut merken und deines habe ich hier noch nie gesehen. Ich stelle mich gerne jedem Besucher vor. Dafür habe ich aber sehr viel hier schon erledigt, mein Freund. In den Worten des Gründers, es geht nichts über ein herzliches Willkommen und ein... Ja, Gründer können wir jetzt schon, die Co-Story. Wie du gewiss weißt, legen wir im Freestar Collective großen Wert auf menschliche Güte und Großzügigkeit. Das hebt uns von unseren Nachbarn in den United Colonies ab, wenn du mich fragst. Wir verlassen uns aufeinander, nicht auf Maschinen oder Bürokratie. Ja, ist ja auch okay so. Ich werde nicht fragen, was dich herführt. Das ist allein deine Angelegenheit. Alles klar. Ich erzähle dir aber gerne alles über den Kern und Midtown. Angenehmen Aufenthalt. Soll er nicht mit ihm? Aquila City ist wirklich das Juwel des Freestyle. Oh, müssen wir uns jetzt alles anhauen? Der Stretch anhören? Ist der Distrikt, der entlang der Innenseite der großen Mauer. Da ja. Unten leben hauptsächlich. Aber das haben wir doch schon von anderen allen auch schon du gehört. Du meinst bestimmt den Turm. Da gibt's die größte und älteste Kan. Ja. Als Bürgermeister in den oberen Stockwerken haben. Das weiß ich. Ich bin Freestyle Ranger. Ich schlafe schon etwas ruhiger, weil ich weiß, dass. Du bist wohl neu in der Gegend. Aquila ist nee, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass es hier Eschtas gibt, ja. Schnell, wenn ich dir noch mehr... Ja. Du musst einfach nur auf der Richtung... Da hast du einige Optionen. In der Kantine, das Hitching Post... Aggies muss man mögen. Wie gesagt, jede Menge... Alles klar. Der Kern ist der älteste Distrikt und geht auf die... Die Nachfahren der allerersten Siedler von damals liegen. Frank ist bloß der aktuelle Besitzer des Hasanov-Anwesens. Hasanov. Er ist mit Abstand der Schlimmste. Okay. Aber das läuft schon so, seit den Hasanovs die Erben ausgegangen sind. Die Cartwrights versuchen seit Jahrzehnten, ein altes Unrecht wieder gut zu machen. Okay. Und deswegen brauche ich Hilfe. Okay. Ich freue mich immer, Dinge in Ordnung Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja. Die letzte Hasanov war Sahar. Traurige Geschichte. Okay. Sie hat vor rund 40 Jahren ihr letztes Enkelkind verloren und war danach völlig gebrochen. Sie hat ihre Sachen gepackt und das Anwesen einfach verlassen. Hat irgendwo weit weg von Aquila City eine Farm aufgebaut. Kurz danach haben die Ashtar die Farm überrannt und damit gab's keine Hasanovs mehr. Oh, das ist aber dumm gelaufen. Die Hasanovs waren eine der ersten Familien, die sich ihr Brot im All verdient haben. Sehr fleißig. Hauptsächlich meiner. Sie waren kurz nach der Gründung von Aquila City hier. Haben dem guten alten Solomon Coe ein-, zweimal ausgeholfen. Aber nach ein paar Generationen in der Schwerelosigkeit hat ihnen die Schwerkraft gesundheitlich ziemlich zugesetzt. Und nach einer schlimmen Pechsträhne war nur noch die greise Sahar Hasanov übrig. Ihre noch gesunden Verwandten sind dem Ruf der Sterne ins All. Okay. Das haben andere auch schon gesagt. Ich brauche jemanden, der auf der alten Farm nachsieht. Ich werde ihre Wünsche honorieren. Das ist Aquila ihr schuldig. Ja, kann man machen. Du bist ein Segen. Sahas Farm ist auf diesem Planeten. Aber geh bitte nur... Ich bin in Eschtas Geschichte gewachsen. Soll nicht mit noch... Sei vorsichtig und... Alles klar, mache ich. Immer das viele Blabla drumherum. So, dann können wir nämlich auch gleich erstmal gucken, was denn da jetzt in unser Baumaterial wurde, in unser Schiff verlagert. Wäre auch schön, wenn wir irgendwann alles mal Kann man schneller als Lichtgeschwindigkeit? Oh, okay. Ja, dann. Fliegen, aber ohne Grafgeschummel. Die Kleine. Ich hoffe, der passiert nichts im Laufe der Story. Wir können los. Juhu. Stein bitte. Jawohl. Ja, wir müssen uns, wie gesagt, irgendwann auch mal im Schiffsbilder umgucken. Oder ich mal so nebenbei. Neuberechnung. Orbit stabilisiert sich. Alles klar.
So, wo müssen wir hin? Sahas Farm. Ich will immer Sarah sagen. Schauen wir mal da nach dem Rechten, ne? Gucken wir mal, ob wir das Testament finden und da werden wir bestimmt auch. Check. Schubdüsen. Check. Landeplatz. Frei. Check. Oho. Jetzt sieht es aber schön aus. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Oho. Das ist ja mal richtig schön. Sehr viel haben wir von Aquila noch nicht gesehen, offensichtlich. Was kriege ich denn von denen hier raus? Toxin, okay. Interessant. Okay, jetzt wird gescannt. Nährstoff. Ja, also wenn wir hier schon ein Stück laufen müssen zu Sahas Haus, können wir auch Dinge scannen. Also. Wer weiß, wann wir hier mal wieder herkommen. Hier haben wir noch Benzol. Elschkangorn. Da hatten wir ja schon ein paar von gescannt. So. Hinten ist noch ein dritter. Juhu! Es fehlt nur noch sehr, sehr viel Flora und Fauna, ey. Ressourcen haben wir komplett. Aber hier. Oh. Ich dachte, es wäre Sam, der hinter uns herläuft, aber es waren diese Elche. Huch. Lauf doch einfach langsam, gute Frau. Dann kommst du auch nicht so ins Hecheln, nicht wahr? Gab es hier noch Dinge? Ja, hier gibt es noch Dinge. Polymer. Na, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Hier haben wir direkt noch zwei von denen. Dann, ich glaube, einer reicht. Ja. Dann die Höhlennessel noch. Immerhin 3 von 5. Das hier wäre dann 4 von 5, wenn wir die noch komplett hätten. Ja, da sind Eschters drin. Wait, warum habe ich 2-mal dieselbe Waffe? Lawgiver und die Justifier. Die Justifier kann man auf die 4 setzen, würde ich sagen. Und dann haben wir die Logge. Ich habe mich eben schon gewundert. Ich habe das nur nicht richtig gecheckt. Und jetzt war die. Nämlich auf die 4.
Genau, und dann können wir die nämlich irgendwann mal ad acta legen, würde ich sagen. Da können wir die Assassin noch auf die... Ah, es ist alles immer so kompliziert hier. So, dann kann man die nämlich auf die 6 legen. So. Ja, aber es sah aus, als wäre einer hochgeflogen. Vorsicht! Warum gibt man ihnen Granaten in die Hand? Oh, hier war noch einer. Naja. Ich bin der Meinung, hier war noch ein Äschter. Aber es sieht fast aus, als hätte sie hier echt das gehalten. Miso-Suppe. Also hier sind auf jeden Fall unschöne Dinge passiert irgendwie, offensichtlich. Das kommt von Herzen. Was machst du jetzt schon wieder? Das Leben in all seiner glitschigen Pracht. So. Oh, ist ja schlimm. Da kann man sich nicht mal in Ruhe umsehen. Hier haben wir auch noch. Essen drin. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, ne? Mal gucken, was wir hier drin so vorfinden. 63.000 Türen finden wir auf jeden Fall hier drin. Ich dachte gerade, er ballert schon wieder draußen rum. So, wir haben ihr Testament und noch ein paar Credits, aber wir gucken uns hier natürlich noch mal um. Noch ein paar Credits. Wasser. Messer. Ich finde die Dinnerteller schön, weil die so golden sind. Nehm mal mit für unser neues Haus. Ah ja? Was haben wir hier noch? Pancakes, Ahornsirup. Leichenteile. Das war's. Oder geht's hier hinten noch? Nee, ne? Hier hinten geht's nur auch wieder raus. Ist ja ein Shot. Ich hätte halt gerne diese eine komische Frost. Wurzel noch fertig gescannt hier. Kriegst du vielleicht eine brauchen wir noch. Ich
verpasse meine Serie. Ein Ernst, Sam? Du verpasst deine Serie? Oh, Sam, ey. Da hinten ist unser Schiff. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, hier wird doch irgendwo noch eine von diesen Pflanzen rumstehen. Jupp, Hammer. Jetzt haben wir 4 von 5 Flora. 2 von 10 Fauna. Aber sehr viele Tiere sehe ich hier gar nicht mehr zurzeit. Was ist das? Es ist halt noch blau. Goldranke. Das ist die letzte Flora. Das ist natürlich wieder doof, ne? Jetzt ist mein Entdeckerherz wieder getriggert. Aber ich sehe sonst weit und breit keine Goldranke mehr oder irgendwas, was blau leuchtet zum Scannen tatsächlich. Schade. Aber ich hoffe mal, die Goldranke finden wir auch noch woanders. Die wird es wohl nicht nur hier im Schnee geben. Nee, weit und breit keine Goldranke. Dann gehen wir zum Schiff. Was müssen wir eigentlich jetzt machen? Sarah Sahars Testament mit Frank Langston. Wer ist denn Frank Langston? Captain, hallo. Ich Hi, Vasco. Fest, dass Sie Ihren ja, ich habe meinen letzten Schlaf überlebt. Erfolgreich. Ganz erfolgreich. So, schließen wir das noch ab. Ich bin bereit. Cora. Macht schon Spaß, auch die Nebenmissionen mal wieder ein bisschen zu machen. Wir haben uns ja jetzt in letzter Zeit sehr viel an die wir sind im Orbit, Hauptstories gehalten. Wir sind im ja. Warum ist das jetzt nicht mehr ausgewählt? Doch. Müssen wir doch wieder nach Aquila, ne? Ja, das hätten wir jetzt wirklich ein bisschen schneller machen können, aber nun ja. Nun ja, gut. Wir schauen jetzt erstmal, wo wer ist. Mal irgendwelche Dinge zu verkaufen, die ach so, oh, es sind immer noch keine 48 Stunden rum hier. Das ist schlecht. Und gehen wir hier kurz zu ihm. Sieh dich Hast ruhig du um. Noch Kohle? Ich habe bestimmt. Ich zeig's dir einfach, statt es auf. Er hat noch Kohle. Egal, du wirst ja hier so von Waffen überschwemmt. Helm habe ich auch noch einen, sorry. Nein, oh. Damit das gleich klar ist, wenn du ja, alles möglich. Irgendein Stuff mit aufgenommen. Oh. Den kannst du noch haben. Komm, verkaufen wir auch mal sonstiges. Was habe ich denn alles in meinem
Inventar. Hm. Fernrohr-Etui. Ich glaube, das waren alles so Sachen, die irgendwo mal drin waren. Schiff, Haus, whatever. Ja, ich meine, wir gehen erstmal hier hin. Das ist ja hier optional. Längsten Anwesen. Oh. Nach diesem Empfang hat Aquila City Glück, dass Hopetech noch mit ihnen Handel treibt. Ich will Geschäftsbeziehungen und Arbeitsplätze anbieten und sie spucken mir ins Gesicht. Wir sollten um Geschäfte mit Hopetech betteln, statt dich zu beleidigen. Ich bin Senior Vice President. Oha. Ich habe mich über den Mineralieneinkauf für die teuren Features der Schiffe hochgearbeitet. Ich habe mich richtig darauf gefreut, eine eigene Region zu managen. Aber jetzt? Wie bitte? Ich? Oh, oh. Jetzt pass aber mal auf. Also Ron Hope weist mich Aquila City zu. Und ich freue mich. Klar, oder? Toller Posten. Aber ich muss hier irgendwo wohnen. Also kaufe ich für mich und die Frau eine Nobelimmobilie. Und wow, das war, als hätte ich einen heiligen Friedhof umgepflügt. Hey, ich bin's nicht, der hier wertvolle historische Villen ver... Tja, das ist es ja gerade. Das Haus ist nichts Besonderes. Alle Villen im Kern stammen von den Gründern. Aber das ist doch kein heiliger Boden oder so. Es ist nur ein Haus. Ja, und die Vorbesitzer waren eine drittklassige Familie. Aber es liegt im Kern. Ich soll die gewinnen lassen? Danke fürs Zuhören. Hoffentlich läuft dein... Bitte wer? Moment, Moment. Hasanov. Die Familie, der dieses Anwesen gehört hat? Scheiße. Elias Cartwright. Der hatte mich schon immer auf dem Kieker. Meine Credits sind nicht weniger wert als andere. Ich kenne ihn überhaupt nicht. 10.000 Credits und ich nehme dir das angebliche ganz ohne Frage. Ich behalte es erstmal. Wie du willst. Aber Elias Cartwright und die anderen... Du hast heute also 3 Pickups verkauft? Ja, und es werden vielleicht noch mehr. Dein Schmort. Okay, Nee. Ich weiß gerade diesen Typ nicht einzuschätzen. Also ich kannte den ja noch gar nicht. Keine Ahnung, was es mit dem da so auf sich hat. Oder es ist strack an mir vorbeigegangen. Kann hey, natürlich auch sein. Du leidest an Nabelschwund, oder? Was? Ich leide an Nabelschwund? Bitte? Vor der Mauer wird's ungemütlich. So. Sind auch für uns heftig. Ach ja, wie kriegen gesagt, wir doch hin. Sei vorsichtig. Vergiss, Liebe. Ich wünschte, mein Opa wäre noch bei uns. Es hat ihm nie gefallen, was den Hasanovs widerfahren ist. Du hast es gefunden. Wunderbar. Aber Blake Aldwell? Mal überlegen. Es gab mal einen Blake. Vielleicht können wir ihn oder seine Familie aufspüren. Ich setze meinen Anwalt darauf an. Längsten wird Augen machen. Und vielleicht bringen wir einen Hasanov zurück in den Kern. Sie waren Mitbegründer des Freestar Collective. Wenn es noch lebende Erben gibt. Das ist mehr, als ich mir erhofft hatte. Hier, deine Belohnung. Du hast der Stadt einen großen Dienst erwiesen.
2500, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich den anderen jetzt überhaupt nicht einschätzen konnte, war mir das lieber so. Hier plätschert es zu viel, da muss ich gleich auf Toilette. Gut, so, wieder eine Folge erfolgreich beendet. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.